Auf dieses Spiel haben Galatasaray Istanbul-Anhänger sehnsüchtig gewartet. Etwa über 1000 Fans versammeln sich vor dem Champions League Gruppenduell gegen Bayern München auf dem Marienplatz, zünden unerlaubte Pyrotechnik und stimmen Fangesänge an. Der altehrwürdige Platz dient eigentlich sonst für bajuwarische Titelpartys, doch heute wehen dort die gelb-roten Fahnen. Kleiner Beigeschmack bei all der friedlichen Stimmung: Parallel findet eine unangemeldete Free Palestine-Demo in München statt, eigentlich vom Oberbürgermeister der Stadt verboten. Es kommt jedoch zu keinen Zwischenfällen. Laut Polizeisprecher ziehen die Gala-Fans friedlich durch die Innenstadt weiter.